Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Growcastle. Ja, wir gucken erstmal ein bisschen in die Gilde rein. Mittlerweile haben wir nach einigen Tagen fast die 10.000 Waves erreicht, also so kurz vor Season-Ende. Nach 6 Tagen, allerdings gerade mal Platz 80 erreicht. Man kriegt erst ab Platz 50 mindestens eine Belohnungskiste. Heißt also, da hätten wir noch viel, viel vor uns, aber ich glaube, das erreichen wir, glaube ich, irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Weil halt viele auch sehr inaktiv sind in dieser Gilde, halt die gerade mal 33 oder 54 Waves oder so machen. Das ist einfach nicht viel, ne? Gerade hier so bei, naja, war man ja Welle 168, weißt du, da kriegst du alles so easy schnell durch eigentlich. Ist mir aber auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Zumindest hat der Mars jetzt geschrieben, dass alle mindestens pro Season 400 Waves machen müssen. Und dann hat 600 bis 700. Und ihr seht hier manchmal immer eine Wave, eine Season endet. Die geht immer 7 Tage lang. Und dann hat man nochmal Zeit, hat so lange die. Guck mal, hier hat gerade Strichercode, hat gerade eine Wave abgeschlossen. Wieder hat man gerade gesehen, dass das erhöht hat. Wäre natürlich auch ganz cool, wenn wir mal irgendwann mal so den 50er Platz erreichen würden. Mal gucken. Aber wir sind schon auf einem sehr guten Level, auch gerade was die Waves angeht. Hier haben wir schon Max Gold, Members Daily Pay. Und jetzt sind wir gerade dabei, diese S-Items zu verbessern. Die Chance. Haben wir jetzt mittlerweile eine Chance von 1,15%. Werden wir auch gleich machen oder in der nächsten Folge mal gucken, da ich auf jeden Fall diesen Drachen abfarmen möchte. Was wir jetzt machen können, ich glaube, wir machen mal wieder eine Kolonie. Je mehr ich halt immer davon mache und je mehr ich halt Gold dafür kriege, desto besser ist es. 15.500 sind wir jetzt. Gucken wir mal, wa? Erstmal die Gegner ganz am Anfang ein bisschen wegkloppen, dann erstmal genügend kleine Skelette herbeirufen. Damit die Gegner nicht mehr allzu leicht an uns ankommen. Und ich sehe, wir kommen relativ easy voran. Ich habe auch das Castle aufgerüstet gehabt. Falsch rum, egal. Ihr seht jetzt, ich habe fast 60.000 HP von, ich weiß nicht, 55.000 glaube ich, auf 60.000. Ich komme nochmal ganz kurz. Ja, von 55.150. auf 59.000 hoch. Das ist in Ordnung. Sonst kriegen wir wieder ein bisschen mehr Gold pro Minute. Können wir auf jeden Fall ein bisschen weitermachen, glaube ich. Können wir uns ein bisschen Zeit lassen hier und alles ganz gemütlich machen. Ich habe zwar 370 Millionen Gold. Ehrlicherweise möchte ich das aber so gerade für Autobattler ausgeben. Ungerne will ich jetzt damit irgendwas aufrüsten. Weil ich wavemäßig einfach vorankommen möchte, je weiter ich halt mit den Waves komme, desto mehr Gold kriege ich dann halt als Ausbeute. Für die ganzen Gegner, die ich halt kille. Das hatte ich beim letzten Mal gesagt gehabt, dass man da mal fast jede Wave oder alle paar Waves, jede Einheit ein paar Goldstück oder ein Goldstück mehr bringt. Und auf Dauer ist das schon eine ganze Menge. Deswegen möchte ich eher lieber wavemäßig vorankommen und halt auch die Gilde ein bisschen aufrüsten. Statt da irgendwie was hier in Archer oder so reinzubauen. Wir können es auf jeden Fall erstmal ein bisschen gerade machen, damit es ein bisschen gerade aussieht. Oh, zack, 2400 und 1200. Aber so, ja, weiß ich nicht. Einheitenmäßig will ich gerade nichts aufrüsten. Ich glaube, ich bin erstmal stark genug für eine Weile. Wobei, hier könnte ich noch ganz kurz auf die 500 aufrüsten, um das ein bisschen gerade zu machen. So. Genau, die ganzen Items müssen wir auch noch austauschen. Vielleicht habe ich ja hier eine bessere Items. Muss man dann gleich mal gucken. Nächste Folge, denke ich mal. Erstmal möchte ich hier ein bisschen weitermachen. Und ich sehe... Ne, 250er Schritte waren es immer gewesen. Alles klar. Wollte gerade sagen, es ist alles 500er Schritte sind es jetzt schon. Aber nein, sind sie noch nicht. Ich glaube, die Weinroten sind noch 250er Schritte. Und erst ab danach ist alles mit 500er Schritten. Aber das werden wir gleich sehen. Ja, manchmal sind die kleinen Trieböcke hier, halten schon ein bisschen was aus. Da muss man doch mal Skills benutzen. Aber die Gegner schmelzen relativ gut. Das Castle geht schnell runter. Über 700.000 Gold kriegen wir jetzt schon alle 54 Sekunden. Das ist nicht wenig. Und wir haben eigentlich immer noch keine Probleme damit, die ganzen Castles abzugrasen.
Sieht bisher echt noch ganz gut aus. Das war doch noch bis Wave 17.000 oder so kommen können. Schauen wir mal. Dann kann ich auch gleich mal gucken, welche Wave ich überhaupt gerade bin in der normalen Story. Ich hab das immer so nebenbei gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt fast 8.000 oder ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich gleich mal gucken. Ich mache das halt immer so nebenbei. Manchmal Autobattle, wenn ich kein Gold mehr habe, dann mache ich selber ein paar Runden, bis ich halt wieder genug Gold habe, dass ich so 10, 15, 20 Autobattles hintereinander machen kann. Und immer so unterschiedlich und abwechselnd. Bam. So, wavemäßig bin ich bei 7.851, ja, langsam nähe ich mich der 10.000. Es wird langsam. So, und ab hier sind es dann immer noch 250er Schritte. Interessant, wo waren denn die 500er Schritte? Hier, auf jeden Fall die Lila, aber das ist ein bisschen zu weit. Doch, erst auf Lila. Ah, sieht aber auch noch 250er Schritte aus. Hm, schon merkwürdig. Was sind immer noch 250er Schritte? War das bei der Hölle gewesen vielleicht? Auch nicht. Ah, vielleicht habe ich dann einfach ein paar Flaggen immer übersehen gehabt. Das kann ja auch sein. Shit happens. Ah, die kleinen Mini-Viecher erstmal alle killen hier. Mann, die sind echt schon teilweise ätzend. Ding, 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 ding. Das schmilzt das Castle. Ja, meine Minigun und so weiter sind mittlerweile auch schon auf Level 2600. Können wir auch gleich nochmal gucken. Aber irgendwie so bei 2600 war es gewesen. Die auch ganz guten Schaden jetzt machen schon. Town Archer natürlich auch noch. Teilweise oder zwischenzeitlich waren die auch schon mal wieder auf Platz 1 gewesen, was die Schadensverteilung anging. Ist natürlich eigentlich das Ziel, was man haben möchte, die Town Archer auf Platz 1 zu bringen. Die waren am Anfang am stärksten und... Oh, hier Damage-Verteilung ist die Minigun mit 8,5 Millionen Damage, dann der Lightning und hier kommt dann der Archer, die Town Archer. Danach die Hexen, Voodoo auch noch teilweise und halt ganz unten sind so... Ja, der soll ja eigentlich nur die Town Archer verbessern, ist ja richtig. Der soll ein bisschen Ressourcen bringen, so HP und Mana. Was sind es? 20% glaube ich, ne? 20% HP, 10% an Mana. Das heißt also, der hat über 5000 Leben gebracht und halt 2700 Mana in dem Kampf. Und ja, hier sind wir Frozen Castle, ne? Das ist ja mal 199, aber hier haben wir schon Minigun 2658 mit 14.400 Schaden. Die Lightning Castle 2600 mit 15.500 Schaden und die Balliste auf Level 2600 mit fast 24.000 Schaden oder 23.500 Schaden. Was echt ziemlich viel ist. So, wie viel Damage machen eigentlich Solar noch? Macht die überhaupt noch was Relevantes? Ja, Platz 14 ist in Ordnung. 2% des Gesamtschadens ist akzeptabel. Ja, itemmäßig bin ich auch schon wieder so, habe ich schon wieder so viele, ja, gerade was diese scheiß anderen Contracts angeht. Am liebsten würde ich die alle verkaufen. Aber ich glaube, die sollte ich erstmal sammeln, bis ich dann irgendwann genug Gold habe, um hier mal alles durchweg aufrüsten zu können. Aber 6 Millionen ist mir ein bisschen gerade zu teuer. Und einer farmt ja noch fleißig die dunklen Kristalle. Gut, weitere Kolonien. 16.750. Ich denke, das ist eigentlich relativ easy zu clearen alles. Ah, mal schauen. Noch habe ich nicht wirklich Probleme damit. Also die kommen selten mal wirklich hinter. Gerade der Dark Necromancer, der macht so, oder der bringt uns so viel. Das ist Wahnsinn. Der ist unheimlich wichtig. Oh, jetzt sind mal gerade ein paar kleine Gegner mehr im Castle. Dann können wir gleich mal das Castle einrennen. Ah, oh, oder auch nicht. Da war mal so ein kleiner Mini-Gegner dabei. Der uns abhält, das Castle anzugreifen. Böse, böse. $730.000 Gold, das sind einfach mal schon 60.000 Gold mehr pro Minute als vor dieser Folge. Und ich glaube, wir machen weiter, 17.000. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, ich komme schon noch ziemlich weit. Hölle müssen wir dann vermutlich nächste Folge machen. Gucken wir mal. Also ich habe interessanterweise an Stärke ziemlich zugenommen, wobei ich eigentlich nicht viel gemacht habe. Weiß gar nicht, was habe ich denn aufgerüstet? Ich bin wellenmäßig einfach nur vorangeschritten. Aber Units und so weiter habe ich eigentlich jetzt nicht unbedingt aufgerüstet.
Und trotzdem komme ich so weit voran. Also beim letzten Mal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich doch schon ein wenig hängen geblieben bin. Aber ich kann mich auch getäuscht haben. Bam, zerstört. Wobei ich natürlich, ne, die Minigun und so weiter aufgerüstet habe, die natürlich auch wirklich viel, viel Schaden an den Dingern machen. Ihr seht da gerade der Flammentower und so weiter, der geht da garantiert, ne, der geht eigentlich meistens immer nur auf das Gebäude, habe ich das Gefühl. 300.000 Schaden dafür ist ein bisschen wenig. Aber die Minigun ist so krass, ne? Fast 9,3 Millionen Damage, einfach mal 17% vom Gesamtschaden. Ah, schon Wahnsinn, was das macht. Ich würde sagen, einen kann man noch machen. Einer können wir noch. Bisschen vergiften gleich noch die Gegner hier. Ein bisschen Druck machen, damit hier nicht so allzu viele, na, durchkommen. Und ich finde, die Kristalle sind echt geil. Also, ich habe auch nicht vor, die in nächster Zeit überhaupt mal abzulegen, weil die, das ist halt das Gute daran. Die richten sich halt nach dem Town Archer Damage. Und wenn man die halt aufrüstet, dann machen die halt auch noch mehr Damage. Und das ist ziemlich gut. Deswegen sind die eigentlich auch immer top aktuell, die Steine. Weil eigentlich rüstet man ja seine Town Archer recht viel auf, weil sie einfach den meisten Damage auch machen. Ich habe mehr Castle HP. Ich frage mich immer, wo das herkommt. Ganz ehrlich, ich frage mich immer, wo das herkommt. Kriege ich mehr HP, je mehr Kolonien ich einnehme? Kann das sein? Ah ne, ich habe vorhin die Dinge aufgerichtet. Ich wollte schon sagen, ich werde schon wieder irre. Ne, ich habe ja vorhin dreimal aufgerüstet, alles gut. Ich habe es ja gerade machen wollen und davor hatte ich das erst gesagt gehabt mit 59.950. Och Gott, ich dachte schon, ich werde wieder verrückt hier. Bei irgendwann hatten sie auch mal die HP erhöht gehabt, wobei ich glaube, das kann auch gewesen sein, dass das die Gilden-Perks waren. Zum Beispiel die hier, Castle HP plus 0,5% und Castle MP, also das, diese ganzen hier noch. Townworker Speed braucht man, also nach dem S-Items können wir noch die Townworker erhöhen. Die Tower Attack und die beiden Dinger hier. Die beiden sind das relativ letzte, was man braucht. Leader Attack und Leader Defense. Das ist nicht ganz so wichtig. Alles andere ist erstmal ein bisschen wichtiger. Aber meine lieben Freunde, wir machen erstmal ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Grow Castle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.